Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf TCG Corner Schweiz. Letztes Mal habe ich euch gezeigt, was Zaubergeschwindigkeiten sind und heute möchte ich dieses Thema weiter aufgreifen, indem wir Ketten bilden und die einzelnen Kettenglieder dazu, in welcher Reihenfolge wie was aufgelöst wird, schauen wir uns heute alles an. Das wird wahrscheinlich nicht so ein langes Thema, aber ich möchte es trotzdem anschauen, weil es doch relativ wichtig ist. Das erste, was wir anschauen müssen, ist, in welcher Reihenfolge wird eine Kette aufgebaut. Wir fangen nämlich an mit Mandatory Effects, also zwingenden Effekten, wie zum Beispiel dem Grabwächter des Anwerber. Er sagt ja nicht, du kannst deine Hand hinzufügen, sondern er sagt, füge deine Hand hinzu. Er muss also aktiviert werden. Und im Gegensatz dazu ist die mystische Tomate, die sagt, du kannst ein Monster spezial beschwören. Wir fangen also an mit Zugspieler muss Effekte, dann nicht Zugspieler muss Effekte, dann Zugspieler-Trigger-Effekte, die ausgelöst werden, wenn etwas passiert, dann Nicht-Zugspieler-Trigger-Effekte und dann Zugspieler-Ignition-Effekte und Nicht-Zugspieler-Ignition-Effekte, die reagieren können. Wie Handtraps, also Effektverschleierer, Aschenblüte, Freudiger Frühling oder Schnelleffekte wie Mechaba. Mechaba ist immer so ein Go-To für mich, weil Mechaba eine recht gute Karte ist, die immer als gutes Beispiel zählt. Wenn wir jetzt also anfangen. Wie ihr gesehen habt, Zugspieler, Nicht-Zugspieler ist Priorität. Sagen wir jetzt also, ich kontrolliere eine mystische Tomate und mein Gegner hat Yami auf dem Spielfeld, das seinem Grabwächter des Anwerbers 200 ATK gibt. Beide Monster sind gleich stark, sie zerstören sich gegenseitig durch Kampf in meinem Spielzug und obwohl die Tomate mein Monster ist, hat er Kettenglied 1 mit Anwerber, weil er ein Muss-Effekt ist und ich nicht. Das heißt, Anwerber aktiviert sich zuerst. Mystische Tomate ist Kettenglied 2. Das ist wichtig, weil die Reihenfolge je nachdem sehr viel vom Spiel ändern kann. Denn eine Kette wird aufgebaut mit Kettenglied 1, 2, 3, 4 und danach wird aufgelöst mit 4, 3, 2, 1. Alle Karten bleiben auf dem Spielfeld, bis die Kette komplett aufgelöst wird. Und ich würde sagen, ich erkläre euch einfach, was wie passiert. Ich habe hier ein Feld vorbereitet, das sieht sehr spezifisch aus, ich weiß. Allerdings ist hier eigentlich ziemlich alles abgedeckt, was passieren kann. Deswegen würde ich einfach mal anfangen und euch Schritt für Schritt erklären, was passiert, wenn ich wie was aktiviere und was funktioniert. Weitere Beispiele kann ich euch gleich noch nennen. Allerdings denke ich, dass dieses Beispiel hier ziemlich alles abdecken wird, was passiert. Von daher, lasst uns einfach anfangen. Und wir schauen mal, wie es vorankommt. Okay, ich habe für euch ein Spielfeld vorbereitet, das wir benutzen können, um Kettenglieder aufzubauen. Wir beginnen ganz einfach. Wie ihr seht, bin ich am Zug in meiner Main Phase und ich normal beschwöre alle Ester der Beschwörer. Der Normalbeschwörungseffekt sagt, ich kann eine Zauberkarte namens Beschwörung von meinem Deck auf die Hand nehmen. Beschwörung ist die Zauberkarte, die im Aleister-Thema, im Beschworen-Thema die Fusionen durchführt. Und ich aktiviere diesen Effekt als Kettenglied 1. Wir sind im Spell Speed 1, Zaubergeschwindigkeit 1, mit Kettenglied 1 Aleister. Mein Gegner möchte das verhindern und aktiviert Effektverschleierer von seiner Hand, indem er sie auf den Friedhof wirft und sagt, ich möchte Aleister wählen und annullieren. Wir sind bei Kettenglied 2, Spell Speed 2, da wir jetzt bei Schnelleffekten ankommen. Ich darf also nur mit Spell Speed 2 oder 3 reagieren. In dem Fall aktiviere ich jetzt vom Grab gerufen von meiner Hand, indem ich Effektverschleierer wähle. Wir sind also bei Kettenglied 3, Spell Speed 2. Mein Gegner möchte das natürlich verhindern, da er den Aleister annullieren möchte und aktiviert Nummer 38. Der sagt, er kann einmal pro Spielzug eine Zauberkarte annullieren und diese Karte als Material unter sich selbst legen. Ich möchte natürlich meinen Aleister schützen, also aktiviere ich das Kettenglied 5. Mein Mechaba, der aus Kosten für die Aktivierung eine Monsterkarte abwerfen muss, da er auf einen Monstereffekt reagiert. In dem Fall muss man jetzt einfach noch dazu sagen, solche Annullierungseffekte können nicht auf vorherige Ketten zurückgreifen. Ich kann also nicht plötzlich mit Mechaba noch Effektverschleierer annullieren, sondern er annulliert immer nur die vorherige Kette. In dem Fall also Kettenglied 4, der durch Kettenglied 5 von Mechaba annulliert werden würde, wenn nichts mehr passiert. Kettenglied 5 Mechaba würde also Nummer 38 annullieren und verbannen. Mein Gegner möchte das verhindern, indem er die Konterfallenkarte Göttlicher Zorn aktiviert, der einen Monstereffekt annulliert und die Karte zerstört, als Kettenglied 6 gegen Mechaba. Wir kommen jetzt also in Spell Speed 3. Ab diesem Punkt dürfen nur noch Konterfallenkarten aktiviert werden. Das heißt, ein Monster, das eine Fallenkarte annulliert,
kann hier nicht mehr gebraucht werden. Was allerdings geht, ist mein Kettenlied 7, Finstere Bestechung. Diese Konterfallenkarte sagt, wenn eine Zauber- oder Fallenkarte aktiviert wird, kann ich sie annullieren und zerstören. Nachdem jetzt alle Effekte aktiviert worden sind, haben wir jetzt 7 Kettenglieder aufgebaut. Nachdem also alle Kettenglieder aktiviert worden sind, habe ich die letzte Karte aktiviert. Also ich aktiviere Finstere Bestechung. Ich frage jetzt meinen Gegner, möchtest du darauf reagieren? Er sagt nein. Also habe ich noch die Möglichkeit zu sagen, ob ich darauf reagieren möchte oder nicht. Ich sage auch nein. Und jetzt kann der Gegner nicht nochmal sagen, okay, doch, vielleicht schon. Jetzt haben beide gesagt, wir machen nichts mehr. Wir fangen an, die Kette abzubauen. Schauen wir also unser Kettenglied-Aufbau nochmal an. Wir reden hier von Kettenglied und der Chainlink. Also wir haben alles der Chainlink 1, Effektverschleierer Chainlink 2, vom Grab gerufen Chainlink 3, Nummer 38 Chainlink 4, Mechabar Chainlink 5, Göttlicher Zorn Chainlink 6 und Finstere Bestechung Chainlink 7. Wenn wir die Kette so aufgebaut haben, fangen wir an, rückwärts aufzulösen. Die letzte Karte, die aktiviert worden ist, ist also Finstere Bestechung. Diese Karte wird aufgelöst, sie bleibt auf dem Spielfeld liegen, annulliert allerdings Göttlicher Zorn. Und jetzt steht, und zerstöre sie. Das heißt, Göttlicher Zorn wird zerstört, verlässt also das Spielfeld schon. Da Göttlicher Zorn annulliert worden ist, ist Mechabar nicht mehr annulliert und hat seinen Effekt. Sein Effekt sagt, er kann Nummer 38 annullieren und bannen. Wir verbannen also Nummer 38 vom Spielfeld. Da Nummer 38 annulliert worden ist, annulliert er selbst die vom Grab gerufene Karte nicht mehr, die jetzt nochmal aufgelöst werden kann, Effektverschleierer vom Friedhof bannt und den Effekt von Effektverschleierer bis zum Ende des nächsten Spielzuges komplett annulliert. Da Effektverschleierer annulliert worden ist, hat der Allerster der Beschwörer seinen Effekt und ich darf mir meine Beschwörung vom Deck auf die Hand nehmen. Wir haben unsere Kette aufgelöst, die Konterfallenkarte und die Schnellzauberkarte verlassen das Spielfeld jetzt, da diese nicht mehr gebraucht werden. Mechabar natürlich als Monster bleibt auf dem Spielfeld liegen. Okay, bevor wir hier zum Ende kommen, möchte ich noch ganz kurz diese Flowchart zeigen. Die ist sehr beliebt, wenn es darum geht, im Internet Regeln zu finden, wegen der Reihenfolge. Sie ist auf Englisch, ist aber sehr einfach zu verstehen. Ich kann gucken, ob ich eine deutsche finde. Wenn ja, dann würde ich die hier auch noch zeigen. Ja, ganz oben, der Zugspieler ist dran. Es ist nichts, was aktiviert wurde. Der Zugspieler kann entscheiden, möchte er etwas machen. So beginnt übrigens jede Phase und jeder Step eigentlich. Wir gehen in die einzelnen Phasen auch noch ein. Keine Sorge, das kommt noch. Irgendwann. Wir beginnen also, der Zugspieler ist dran. Er hat drei Optionen. Er kann sagen, ah, ich mache nichts, ich möchte gerne die nächste Phase. Sagen wir, wir sind in der Main-Phase. Und er sagt, ja, ich möchte gerne in die Battle-Phase gehen oder in die End-Phase. Dann zwingt ihr in der rechten Chart. Der Zugspieler gibt seine Chance ab. Der Gegner hat jetzt die Option, Schnelleffekte im Spielzug des Gegners zu aktivieren natürlich. Möchte er das machen, gehen wir in das D rüber. Kettenregelung, wir bauen die Kette auf, lösen sie auf, wie im Beispiel vorne. Macht er das, dann wird das aufgelöst. Danach ist die Frage, hat das etwas ausgelöst? Also ein Effekt, der sagt, wenn dein Gegner das und das gemacht hat oder wenn ein Spieler Life Points bekommen hat zum Beispiel, dann ziehe eine Karte, Aromagiste Jasmin. Wird nichts ausgelöst, kann der Zugspieler entscheiden, ja, ich möchte einen Schnelleffekt noch machen. Mystischer Raumtaifun. Möchte er das auch nicht oder macht er das, darf der Gegner darauf reagieren? Dann kann er sagen, ja, ich mache auch einen mystischen Raumtaifun. Wenn er das macht, gehen wir wieder ins D rüber, lösen die Kette wieder auf, die aufgebaut wurde. Jetzt ist die Frage, mystischer Raumtaifun hat eine Karte zerstört, wird etwas ausgelöst? Nein. Okay, möchte der Zugspieler etwas machen? Nein. Möchte der Gegner etwas machen? Nein. Okay, wir sind wieder im Step. Jetzt kommen wir wieder zu A. Das heißt, ein Schritt, eine Phase wird nur verlassen, wenn beide Spieler zustimmen. Wir kommen jetzt also weiter. Sagen wir, der Zugspieler sagt, ja, ich möchte von der Main Phase in die Battle Phase gehen. Der Gegner hat jetzt wie beim E die Möglichkeit, einen Schnelleffekt zu aktivieren. Wenn er sagt,
Nein, möchte ich nicht. Dann haben beide Spieler zuzustimmen, wir gehen in die nächste Phase. Wenn einer von beiden sagt, nein, ich möchte nicht in die nächste Phase, muss er etwas aktivieren. Du kannst nicht einfach sagen, ich möchte in die Battle Phase gehen, der Gegner sagt nein und du bist in der Main Phase gefangen deswegen. Es muss eine begründete Auflösung dafür geben, beziehungsweise der Gegner muss eine Karte haben, die er da aktivieren kann. Wenn beide Spieler damit einverstanden sind, nichts zu aktivieren, gehen wir in die nächste Phase. Das wäre dann unten rechts dieses graue Fenster. Gehen wir nach links. Die Möglichkeit ist jetzt, der Zugspieler sagt oder macht eine Aktion, die keine Kette startet. Das heißt, er beschwört ein Monster als Normalbeschwörung, er setzt eine Karte oder ein Monster oder er greift an, er wechselt. Die Kampfpositionen sind hier noch Beispiele. Eine Spezialbeschwörung, die keine Kette auslöst, also die keine Kette startet. Das ist ein offizieller Begriff, der ist wichtig, denn Beschwörungen, die eine Kette starten und Beschwörungen, die keine Kette starten, sind unterschiedlich. Beschwörungen, die keine Kette starten, sind zum Beispiel Synchro-Beschwörungen oder Xyz-Beschwörungen. Diese Monster werden aufs Feld gelegt und sind da. Sie starten keine Kette. Ich beschwöre ein Monster Synchro-Beschwörung. Löst dies einen Effekt aus, der sagt, wenn dein Gegner ein Monster beschwört, ja oder nein, und dann kommen wir wieder in dieselbe Kette rein, wie ich vorhin schon beschrieben habe. Das mittlere Feld sagt, der Zugspieler aktiviert eine Karte oder einen Effekt, die eine Kette startet. Ich aktiviere Empor Gremlin Goblin. Ich habe eine Kette ausgelöst, indem ich eine Karte ausgespielt habe als Kettenglied 1. Im Beispiel von vorhin war das, die Normalbeschwörung vom Alaister löst keine Kette aus. Der Beschwörungseffekt vom Alaister wird aber eine Kette starten. Das wäre also, wir sind beim Alaister für dieses Beispiel auf der linken Seite. Ich habe eine Normalbeschwörung gemacht, die keine Kette auslöst. Der Gegner hat nichts dazu gemacht, hat sie nicht annulliert. Das heißt, wir kommen in das gelbe Fenster, löst sie einen Trigger-Effekt aus. Ja, der Beschwörungseffekt von Alaister wird ausgelöst. Ich finde diese Chart ist genial, die habe ich auch immer auf dem Handy als Bild irgendwo gespeichert, weil wenn es Probleme gibt, ist die echt nützlich. Die kann man echt gut brauchen für sowas. Das ist eigentlich so dieses Go-To für alle, die im Internet Regeln besprechen irgendwie. Oder auch wenn es dann darum geht, ja, wie mache ich jetzt meinen Kettenaufbau richtig? Schaut da rein. So, ich hoffe, dieses Video hat einiges klar gemacht. Ich habe mit Absicht eine übertrieben große Kettenreihenfolge aufgebaut, die im normalen Fall wahrscheinlich gar nicht so weit kommen würde, um euch die Kettenglieder und die Zaubergeschwindigkeiten möglichst genau vorzuzeigen. Ich hoffe, es war alles klar soweit. Ich denke, damit ist eigentlich schon alles gesagt, was wir hier machen können heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, in den Kommentaren gibt es hier teilweise riesige Diskussionen über Themen und einzelne Regelfragen. Ich gucke mal, ob ich die mal in ein Video mache und sie beantworte, die wichtigsten, die ich finde. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!